So, ein spontanes Video. Ich habe heute gar nichts gegessen, mich quasi nur von ein, zwei Kaffee oder vielleicht sogar nur ein, anderthalb und Bier ernährt und Vitamine. Ich habe das ganze Wochenende getrunken, weil Freunde da waren. Ich bin heute noch nicht zum Essen gekommen, aber ich habe jetzt ein witziges Video von Garrett gesehen, von Garrett Strength Forge, The Fastest 225 Kilo Rack Pull, und da wollte ich jetzt einfach spontan witzig auch dran anknüpfen und zeige jetzt alles vom Aufwärmen bis 225 Kilo. Also schön schnell aufwärmen, um die Fast Muscle Fibers zu aktivieren. Natürlich mit ohne Gewicht ist es erstmal witzlos. Die Höhe ist genau 18-Inch Deadlift, also niedriger Rack Pull unter den Knien. Gleich geht's weiter. Ja, also ich habe jetzt 25er Scheiben drauf, weil ich habe nur 25er. Normalerweise würde ich jetzt 20er halt nehmen. Aber 25er sind halt deutlich günstiger in Preis-Leistung, weil ich hier in Irland kriege. Normalerweise trinke ich auch nicht. Sehr selten, aber seit ich in Irland bin, kommt das häufiger vor. Habe halt dann nur 25er Scheiben, denke ich mir, muss ich halt stärker sein. Ich habe jetzt auch keine Pause gemacht, habe nur die Scheiben drauf gemacht. Nächster Aufwärmsatz. Wenn ich das so schnell mache, zieht das schon ordentlich im oberen Rücken. Also jetzt nicht negativ, sondern in Form von, der wird halt gefordert. Im positiven Sinne, ich kann das schon gut unterscheiden. Und das ist dann auch ein guter Reiz. Okay, habe jetzt eine Minute Pause gemacht. Meistens sollte man längere Pausen machen, besonders im Kraftsport, der nicht Bodybuilding ist. Jetzt springe ich gerade im Thema. Ich liebe ja Speed extrem, deswegen bin ich ja jetzt auch direkt drauf eingestiegen auf den Speed Fastest Speed Rack Pull von Garrett, weil meistens erlaube ich mir im Training nicht schnell zu arbeiten, weil ich denke, ja, meine Gelenke kommen halt gar nicht mehr mit meinem Muskel- und Kraftaufbau, deswegen, beziehungsweise mit dem Kraftaufbau, deswegen muss ich erst ein bisschen Muskeln aufbauen, was eher durch Time under tension geht, deswegen fahre ich auch mit der Speed ein bisschen zurück, aber das motiviert mich jetzt auch mal wieder ein bisschen Speed zu machen. Deswegen mache ich das kurz mit. Also einfach die nächsten 25er Scheiben drauf. 120 Kilo. So, habe ich eine bisschen längere Pause gemacht, weil der Alkohol schon dehydriert. Deswegen habe ich ein bisschen Apfelschorle getrunken. Der stellt nicht automatisch scharf. Der Kamera. Ja, dann würde ich sagen, geht es mal weiter. Noch eine 25er Scheibe. Das heißt, wir sind bei 170. Und danach ist dann auch schon der Final Set. Ob ich dann halt zum Spaß noch weitergehe, muss ich gucken. Wahrscheinlich ja. Aber jetzt ein Final Set für Fastest Rack Pull oder so. Den ersten Teil, wie bei Garretts Video, mache ich vom Aufwärmen jetzt nicht fast. Also das schnelle Anrennen, das kommt dann im nächsten Satz, aber ich habe hier nur 1 Meter Platz für Anlauf. Das wird jetzt nicht so schnell sein, denke ich. Tschuh.
ich habe Center Knurling und überall Knurling, das tut jetzt schon weh an den Knien. Ich glaube, da ziehe ich mir kurz eine Hose an. Ich weiß nicht, ob ihr meinen Puls hören könnt. Ich kriege den gerade nicht runter, weil mein Körper, glaube ich, gerade versucht, durch den aktivierten Stoffwechsel, durchs Training, den Alkohol möglichst schnell zu entgiften. Aber es ist auch egal. Ich habe schon gemerkt, bei den letzten Videos, die ich mir auf der Kamera jetzt kurz angeguckt hatte, sind schon so ein paar Gorilla-Beinchen eigentlich. Eigentlich gar nicht schlecht dafür, dass ich jetzt 6 Monate trainiere und davor auch 10 Jahre nichts gemacht habe, was irgendwie die Beine auch nur involviert. Ja, aber dazu mache ich dann nochmal ein anderes Video irgendwann. Mir ist was angezogen, hatte keine lange Hose da, aber dann einfach Kniestulpen genommen, aber ist alles raw und so weiter. So, und jetzt mit 1 Meter Anlauf, sozusagen die Uncut-Version des Fastest 225 Kilogramm Rack Pull. Der erste Versuch war voll fail. Ich habe eine Sache komplett vergessen. Also ich vor 4 bis 5 Tagen eine relativ krasse Verletzung mir beim Deadlift zugezogen habe. Soll es keine Ausrede sein, wird dann nicht der schnellste Rackpull. Ich muss zumindest das Setup, also ich einmal normal mich hinstelle und das Setup einmal machen und dann kann ich schnell ziehen. Ich habe mir nämlich vor 4 bis 5 Tagen mit diesem Gürtel so ein Deadlift-Gürtel, und ich verstehe schon diesen Doppelringverschluss nicht. Den habe ich mir oben am Bauch, also nicht, wo man es normalerweise macht, sondern quasi auf Lungenhöhe oder wie man es nennt, unter der Brust festgemacht, weil der unten, oder weil Gürtel unten beim Deadlift mich halt komplett stören, ich dann überhaupt nichts hinkriege. Das haben viele Leute. Aber der gibt halt überhaupt nicht nach, und dann war der ein bisschen zu fest eingestellt. Und der ganze Druck, der sich dann aufgebaut hat, der ist natürlich dann nach innen gegangen. Dadurch habe ich eine Verletzung, eine ziemlich schmerzhafte, mit zugezogen. Und das habe ich gerade richtig krass gemerkt. Also werde ich jetzt zumindest das Setup richtig machen. Also nicht hinrennen. Und dann versuchen, schnell hinzukriegen. Ungefähr so. Auf Cardio hatte ich jetzt auch keinen Bock, sonst hätte ich 20, 30 oder so gemacht. Ich muss einmal halt richtig bracen, also wie nennt man es eigentlich nochmal auf Deutsch, die Luft richtig verteilen. Ich muss einmal richtig bracen. Ganz wichtig, um sich nicht zu verletzen, essentiell. Und das lerne ich auch gerade noch. Ich trainiere halt, wie gesagt, erst 6 Monate. Beim ersten Versuch war mit dem Bracen eigentlich gar nichts. Neurologisch oder vom Nervensystem sitzt das alles noch nicht. Für mich alles komplett am Anfang. Genau, deswegen brauche ich immer so ein bisschen Konzentration, muss immer mich drauf konzentrieren. So trainiere ich halt das Nervensystem. Und deswegen, genau, erlaube ich mir momentan auch nicht so Speed zu machen. Man muss sich das quasi verdienen, in Anführungszeichen. Dass man alles Grundlegende macht, dass man erstmal eine lange Zeit dabei ist, besonders fürs Nervensystem. Die Technik richtig drauf zu haben. Was sich dann in die Nervenbahn einbrennt, sozusagen. Genau. Aber wenn ich mich halt einmal drauf konzentriere, dann ist die erste Wiederholung oben. Und dann habe ich es drin, bin im Flow und dann kann ich halt ganz viele auf Schnellkraft rausballern. So habe ich dann halt auch die Schnellkraft und
Fast Twitch Muscle Fibers aktiviert. Ja. So, hab jetzt 255 Kilo drauf. Normalerweise geht man nicht höher, wenn man quasi einen Armwrap gemacht hat. Aber es war ja nicht wirklich all out, sondern just for fun. Mir ist trotzdem relativ platt und vor allen Dingen fand ich es sehr krass und interessant, wie sehr es auf die Trizepsmuskeln ging. Da hab ich jetzt einmal. Also ich habe jetzt gerade so ein Muskelkatergefühl im Trizeps dadurch. Oder ich spüre den jetzt erst durch die allgemeine Durchblutung und Aktivierung, dass ich einen Muskelkater vom Bankdrücken von vorgestern habe. Das ist das Wahrscheinlichere. Ja, gerade hat hier ein Hund hingepinkelt, deswegen bin ich jetzt komplett raus aus dem Training, komplett raus. Deswegen wird jetzt nichts mehr mit schnellen Geschichten. Ich nehme jetzt auch 250 Kilo, auch einfach Zughilfen, weil ich sonst schaffe ich das psychisch gerade nicht, weil ich jetzt komplett raus bin. Und werde wahrscheinlich einfach nur eine Wiederholung machen und mich höher aufbauen auf über 300 irgendwas. 18 Inch Deadlift. Ja, nach dem quasi Unwrap war jetzt 52 Kilo von 18 Inches schon schwerer als sonst vom Boden, der Deadlift. Naja, auf 300 gehe ich noch hoch. Mal gucken. So, wir haben jetzt 280 Kilo drauf. Die Beinchen sind langsam aufgewärmt. Es dauert immer mega lange, bis mein behäbiger Körper sich aufwärmt. Braucht schon einiges. Meistens ist es sogar so, dass ich es nicht schaffe, meinen Körper aufzuwärmen. Und dann, wenn er aufgewärmt ist, dann hat er keine Kraft mehr, die wirklichen Arbeitssätze zu machen. Das muss ich dem Körper noch beibringen mit mehr Volume Training. Nur zwischendurch muss ich ganz oft auf Klo, wenn ich irgendwas mit Kreuzheben oder Squats mache. Und das bringt mich dann auch immer komplett raus und dauert auch ewig lange. Sodass ich jetzt quasi gleichzeitig wieder abgewärmt bin und dann trotzdem 82 Kilo heben muss. Auf jeden Fall werde ich jetzt einen Gürtel verwenden, weil der Unterrücken ist die vielen Wiederholungen, diese 12 Wiederholungen von den 225 Kilo nicht gewohnt. Der meckert jetzt schon ein bisschen, der Unterrücken. Dann hoffe ich, dass ich noch nicht zu sehr abgewärmt bin, sodass das jetzt nicht mehr funktioniert mit dem Lift. Aber ist jetzt nicht das Schlimmste. Da muss ich einfach noch mehr Sätze machen und komme halt nicht mehr ganz so hoch in meinem letzten Satz. Komme ich vielleicht nicht mehr auf 330 Kilo, sondern auf 310 oder was weiß ich. So ist das halt immer. Obwohl ich nichts gegessen habe, sondern es von gestern noch, was da jetzt raus will. Okay, Gürtelposition vergesse ich auch immer, was da am besten ist bei welchem Lift. Ja, bei 18 Inch Deadlift kann ich wenigstens einen Gürtel verwenden. From the Floor Deadlift funktioniert das nicht. Da bräuchte ich einen speziellen dünnen Gürtel. Ich habe auch einen sehr kleinen Oberkörper. Da bräuchte ich einen dünneren Gürtel. Gibt es aber keinen in meiner Größe und schon gar nicht in vegan, weil Leder trage ich ja nicht. Die Stulpen sind nicht richtig. Ja, es war easy, aber der Körper ist halt nicht mehr so aufgewärmt, außer die Beine jetzt. Die waren noch in Ordnung, aber ja. Gucken, ob ich auf 300 oder 310 gehe.